Es ist die Nacht vor Weihnachten. Überall auf der Welt freuen sich die Menschen auf das Fest der Liebe, der Freude, der Glückseligkeit und der Geschenke. Ja, überall. Selbst in einem grauen Schloss in Transsilvanien, wohin es den Weihnachtsmann verschlägt. Ho, ho, ho! Ist da jemand? Wer bist du? Verzeihung, Weihnachtsmann. Wo bleibt mein Anstand? Graf Gustav von Dracula. Gustav? Kein Wort. Mein Vater neigte dazu, grausam zu sein. Auch in der Namenswahl. Stimmt. Warum hast du mich hierher gelockt? Um deinen magischen Geschenkesack in die Finger zu bekommen. Und dann Toys R Us Konkurrenz machen? Nein. Ich erwecke eine Armee von Zombies. Um damit die Welt zu erobern! Eingesperrt in einem Kerker muss der Weihnachtsmann einen Weg finden zu entkommen. Doch er bekommt Hilfe von Jack Pumpkin, einem lebenden Skelett. Ein Skelett? Wo? Ach so, du meinst ja mich. Jack, hilfst du mir, Draculas Eroberungspläne und seine Zombie-Armee zu stoppen? Ansonsten gibt's Halloween das ganze Jahr über. Schwere Entscheidung. Leg dich nicht mit dem Weihnachtsmann an. Demnächst auf ihrem MP3-Player. Hey! Cut, 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 cut! Aus, aus, aus! Hey, was soll denn der Quatsch? Das muss heißen, leg dich nicht mit Jack Pumpkin dem Dritten an. Ich bin hier der eigentliche Held in dieser Geschichte, nicht diese Lusche von Kaminrutscher. Das werdet ihr schon hören, ihr Ohrlauscher. Ihr MP3-Fetischisten, ihr, naja.